InsatTV TV. Land und Leute sind unsere Stars. Dass sie stattfindet und so ein Signal hinausschickt. Sie möge noch gut gelingen. Vielen Dank und viel Erfolg. Wir sind die ÖVP im Innviertel. Innviertel ist ÖVP Kernland. Ja, liebe Freunde, liebe Freunde, damit es so bleibt, damit im Innviertel die ÖVP regiert und damit wir stärker werden, darum kämpfen wir, darum bemühen wir uns und darum setzen wir uns ein bei der Oberösterreich-Wahl am 26. September. Und wir haben diesmal 11 Parteien am Stimmzettel stehen. Und daher bitte allen zu sagen, die Entscheidung am Tag der Oberösterreich-Wahl, die gilt und biegt für 6 Jahre. Wie immer die momentane Stimmung am 26. September ist, wie immer vielleicht gerade die Tagesverfassung und der eine oder andere Ärger ist. Jede Wählerin und jeder Wähler entscheidet über 6 Jahre, über 6 schwierige Jahre, die wir zu sicheren Jahren machen können. Und darum bewerben wir uns und wollen natürlich aus den 11 nicht nur die meisten, sondern auch die klare Mehrheit als Nummer 1 haben am 26. September. Freunde, je stärker wir werden können, umso schneller können wir auch arbeiten und je stärker wir werden, umso stärker können wir auch Oberösterreich machen. Daher, wer will, ganz besonders im Innviertel, dass die bodenständige, zupackende ÖVP Oberösterreich, die immer nach vorne geht, die Hauptverantwortung in diesem Land weiterträgt, den bitten wir um die Unterstützung. Und wer will, dass ich Landeshauptmann bleiben kann, die oder den bitte ich auch um seine und ihre Stimme. Herr Landeshauptmann, Riedermesse, ein Höhepunkt jedes Jahr, aber auch für Ihre Wahlkampagne. Na klar, Ried ist der Nabel der Welt für die Landwirtschaft, jetzt in Messezeiten, zeigt aber auch, wie stark das Innviertel ist und die ÖVP ist stark im Innviertel und wir wollen auch noch stärker werden. Ja, also wir stehen zu 100% hinter unserem Herrn Landeshauptmann. Wir haben mit einem großen Team heute um 5:30 in der Früh begonnen. Und wir schauen, dass ihr einen guten Empfang habt und dass wir insbesondere unserem Landeshauptmann einen tollen Empfang hier im Innviertel schaffen. Große Freude, oder? Ja, kann man wohl sagen, dass ich das darum ins Innviertel holen dürfen habe. Also es macht richtig viel Freude, muss ich sagen. Stolz und Freude. Wir freuen uns mit dir. Danke, das ist sehr nett. Danke für die Anteilnahme. Eine äußerst gelungene Show. Die Volkspartei ist die einzige Partei im Bierzelt, weil wir die Partei des Hausverstandes sind, weil wir die Partei des Anstandes sind. Und ich glaube, es ist jetzt klar, in schwierigen Zeiten braucht es einen starken Landeshauptmann, braucht es einen starken Thomas Stelzer. Und um genau das geht es in den nächsten 14 Tagen. Ein guter Thomas Stelzer, oder? Ein sehr guter Thomas Stelzer. Ich bin sehr zufrieden damit.